Hallo Leute, DM holen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche immer irgendwas aus dem DM. Also habe ich jetzt Kosmetiktücher gebraucht. Meine irgendwie weg sind. Dann habe ich so eine kleine Handcreme mitgenommen für die Tasche, weil ich nie eine dabei habe. Ich habe 3 Stück, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die sind spurlos verschwunden. Es ist so eine Limited Edition, so eine Magic Winter hier. Schaut, duftet auch sehr angenehm. Dann das geliebte Katzenfutter von meiner Katze. Mit Soße, es muss unbedingt mit Soße sein, also einmal Lachs und Forelle. Dann habe ich jetzt sowas mitgenommen, ich dachte, vielleicht isst sie das, letztes Mal hat sie das nicht gefressen, aber mal schauen. Und dann einmal Hühnchen mit Soße, also sie legt meistens nur die Soße daraus und der Rest bleibt dann drin. Ansonsten ernährt sie sich überwiegend vom hochwertigen Trockenfutter. Dann Bärchenvitamine für meine Kinder, also vor allem so jetzt, wenn es kälter wird oder so. Und ich schmecke auch so mal zwischendurch gut. Eine Geburtstagskarte für 50 Cent. Dann einmal ein Eiweißriegel. Sieht aus so wie Snickers, weil da so Nüsse drin sind. Muss ich mal probieren, wie das schmeckt. Aber ich glaube, ich hatte das schon mal probiert. So Leute, dann habe ich so Blümchen mitgenommen. Und zwar nur, weil die 1 Euro gekostet haben, anstatt 2,55 Euro in irgendeine Vase. Keine Ahnung, wozu ich sie brauche. Ich meine, ich brauche die überhaupt nicht, aber die waren reduziert. Also ich hoffe, musste die mitnehmen. So, dann habe ich Reinigungstücher mitgenommen, Allzwecktücher mit grüner Tee und Rose. Hier, diese hier, weil die brauche ich halt sehr oft. Dann habe ich noch für meinen Sohn, der ist nämlich ziemlich erkältet oder hat Corona oder was weiß ich was, von Rotbäckchen so ein Immunsaft für 6 Euro, glaube ich, 45. Der ist was teurer mitgenommen, um sein Immunsystem wieder ein bisschen aufzupeppen. So Leute, dann habe ich sowas hier gebraucht, OBs. Und zwar diese kleinen, diese Minis habe ich mir mitgenommen. Ich habe schon ewig keine mehr gekauft und die haben einfach 5 Euro gekostet. 4 Euro, glaube ich, 95. Ich fand das jetzt schon übertrieben teuer, muss ich mal sagen. Ich muss mal eine andere Marke ausprobieren, weil die Original-OBs, das fand ich jetzt sehr teuer. Dann habe ich nochmal von Denk mit einen Wäscheduft mitgenommen, diesen hier. Und zwar habe ich so einen Blau gehabt, Leute, und ich sag euch, der ist meiner Meinung nach so viel besser als Weichspüler, weil der macht die Wäsche richtig weich, wirklich richtig weich, und man braucht davon nur ganz bisschen, wirklich sehr, sehr wenig. Dann habe ich noch so ein Ding hier mitgenommen, was ist ein Makramee oder so ein Wandteppich ist das, keine Ahnung. Ich sage euch jetzt, wie das hier aussehen soll. Ist das nicht so was wie das hier, wie ein Makramee? Und zwar war das jetzt von 12,95 auf 3 Euro reduziert. Deshalb habe ich das jetzt genommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufhängen soll. Ich habe eine Idee, aber mal schauen. Ich packe das jetzt auch mit euch zusammen aus. Und dann zeige ich euch, wie das denn ausschaut. Ich finde das jetzt ziemlich schön. Man kann das bestimmt gebrauchen. Also so schaut das aus hier mit diesen Hängern da. So richtig hübsch. Also ich dachte, komm, um 10 Euro reduziert, dann musst du denn das doch mitnehmen. Ansonsten vielleicht verschenke ich das auch, wenn ich das selbst nicht gebrauchen kann. Also nicht als Geschenk, sondern einfach so. Dann habe ich diesen Brottrunk mitgenommen. Soll ja sehr gut sein. Ich habe schon davon 2 Flaschen leer getrunken. Und wenn man es kalt in den Kühlschrank stellt, dann schmeckt er auch ziemlich gut. Also man kann ihn auch wirklich gut trinken. Also mir schmeckt es. So ein Glas am Tag kann man trinken. Ob das jetzt für die Verdauung was getan hat oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe keine Veränderung gemerkt. Dann habe ich noch ein Teil mitgenommen, und zwar von Balea. Sherry Glam nennt sich das, ein Haarspray. Und das soll angeblich genauso duften wie das Parfüm von Tom Ford, Lost Cherry. Und ich bin mal echt gespannt, ob das stimmt. Ich werde das jetzt, ich weiß gar nicht, wohin ich das aufsprühen soll. Ich habe jetzt den Kassenbon mitgenommen. Ihr könnt ja mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, dass ich dafür bezahlt habe, für das Ganze hier. Und wenn der jetzt echt schlecht ist, dann werde ich den jemandem geben, den mag. Boah, Leute, das riecht wirklich wie Tom Ford. Wie das Parfüm. Boah, Wahnsinn. Was? Nee. Das riecht so gut. Das riecht überhaupt nicht nach Haarspray. Ja, obwohl doch jetzt. Ich gehe jetzt eh duschen und meine Haare waschen.
Das riecht wirklich wie das Parfüm. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Riecht sehr, sehr ähnlich. Für 1 Euro, glaube ich, 25 oder 1,35 Euro, irgend sowas, oder 45, also keine 2 Euro. Nicht mal 1,50 kann man sich dieses Haarspray auf jeden Fall holen. Vor allem jetzt zu Weihnachten. Das ist auch eine Limited Edition. Stärke 4 für jedes Haar. Keine Rückstände, kein Verkleben. Also verkleben muss ich sagen, in den Haaren merke ich jetzt nicht. Rückstände auch nicht. Aber ich weiß, ich hatte mal ein Haarspray von Balea und das hat meine Haare richtig krass ausgetrocknet. Mal sehen, ob es bei dem auch so sein wird. Ansonsten, ja, ich benutze voll selten Haarspray. Deshalb, jo, kann man machen. Und mach gerne das Plus weg und das Herz rot, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.